Hallo, ich komme hier auf dem Velocher Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 22. Zu einer Folge, ja, wo wir halt schon wissen, yo, Champions League ist hinüber für uns, ne? Haben wir 4-1 gegen Sporting verloren, das war super, super bitter, das war alles andere als geil für uns. Können wir nicht mehr ändern. Müssen wir die Saison vernünftig zu Ende spielen, was ich auch ganz vergessen habe, ne? Ist nach Chiesa zu gucken, der hatte sich ja verletzt. Da wollte ich ja gucken, was hat der denn eigentlich? Federico Chiesa, Alter, der hat auch eine 90er, ne? Der hat einen Kreuzbandriss. Oh, das tut weh, der Arme. Einfach mit Kreuzbandriss raus, ne? Bitter. Sehr, sehr bitter für Federico Chiesa. Na gut, gehen wir ins Spiel gegen Sampdoria. Spielen wir die Saison vernünftig zu Ende. Manager-Rating ist auch echt mager, ne? Da hoffe ich auch, dass ich nicht gefeuert werde am Ende. Hier haben wir die Aufstellung von Sampdoria Genua mit Falcone im Tor. Viererkette mit Muro, Hinchapie, Mechele und Sardella. Vieira hier im ZDM. Auf Außen dann Simon und Hassan. Im ZOM haben sie dann Geiger. Und vorne im Sturm haben sie dann den Doppelsturm mit Mir und Gabbiadini. So tritt hier das Heimteam an aus Genua. Hier und heute ja treffen sie auf die Gäste vom AC Mailand, die zuletzt in der Champions League rausgeflogen sind. Sehr, sehr bitter natürlich gegen Sporting Lissabon. Ausgerechnet Sporting, ne? Da wollten wir ja mal ursprünglich hin und ausgerechnet gegen dieses Team sind wir rausgeflogen. Das war schon bitter. Aber gut, wir spielen mit Meret im Tor. Dann Viererkette aus Hernandez, Gabia, Militao und Dodo. Can und Tonali bilden das ZDM. Rafael Leao und Florian Wirtz bilden das ZOM. Und ganz vorne dann Zaza Kalajdzic und Richarlison. Florian Wirtz. Richarlison gut gespielt. Jetzt hier Zaza Kalajdzic. Kalajdzic spielt auf Rafael Leao. Jetzt hier der hohe Ball. Richarlison nochmal weitergeleitet. Kalajdzic hier jetzt am Ball. Tonali. Sandro Tonali macht das gut mit der Bewegung. Der Abschluss aber Falcone hält den. Jetzt hier Muro. Der Ball in die Mitte. Meret hält den wichtig. Meret hält den. Kontermöglichkeit. Leao. Richarlison mit der Hacke auf Florian Wirtz. Florian Wirtz, Ball ist drinne. Wow. Einfach mal reingeschallert das Ding. Florian Wirtz, starkes Ding vom deutschen Nationalspieler. Richtig starkes Ding. Das will ich mir nochmal angucken. Traumtor. Einfach nur ein Traumtor. Richarlison mit der Hacke und dann Florian Wirtz so aus 25 Metern. Haut er das fast ansatzlos einfach rein, ne? Also was ein Ball. Falcone ohne Abwehrchance in dieser Situation. Florian Wirtz mit einem wunderschönen Treffer. Ist schon sein Treffer Nummer 17 in der Serie A. Wahnsinnssaison von Florian Wirtz. 1-0 für den AC Mailand. Mir jetzt hier gut gespielt. Der Schuss, Meret. Super Reaktion. Super Reaktion von unserem Keeper. Ich muss sagen, Meret gefällt mir immer mehr und mehr. Jetzt hier die Ecke und die landet dann bei Florian Wirtz, den er gut mitgenommen hat. Jetzt hier Florian Wirtz. Richarlison ist da auch vorne mit dabei. Florian Wirtz überläuft erstmal seinen Gegenspieler, macht das gut. Florian Wirtz, jetzt hier der Pass auf Richarlison. Richarlison spielt den weiter auf Rafael Leao, der nimmt den Volley und schon steht es hier 2-0. Schon steht es hier 2-0. Rafael Leao. Hat jemand Damien Lillard gerufen? Dame Time? Dame Time? Ah ne, wir sind beim Fußball, ne? Leao Time. 2-0 Milan. 2-0 Milan. Schön gemacht. Florian Wirtz mit seinem Antritt auch hier der Antreiber zu diesem zweiten Treffer. Also auf jeden Fall einer der wichtigsten Faktoren für diesen Sieg hier. Auf jeden Fall Florian Wirtz. Stark von Tonali abgefangen den Ball. Kalajdzic. Richarlison gut weitergeleitet. Jetzt ist hier Florian Wirtz. Florian Wirtz mit der Übersicht für Zaza Kalajdzic. Und es ist unglaublich manchmal, ne, wie der Fußball so ist. Es war ein 0-0-Spiel. Ja, beide Teams haben hier und da ihre Chancen gehabt. Aber jetzt nichts, wo du dir wirklich dachtest, jetzt fällt das 1-0. Dann kommt Florian Wirtz mit einem Traumtreffer und plötzlich läuft es wie für Milan unglaublich gut. Ne? Also wenn Milan einmal ins Rollen kommt, dann kriegst du sie nicht mehr gestoppt. Wenn sie nicht ins Rollen kommen, dann kannst du sie schlagen. Und dann sind sie auch wirklich ja, aufzuhalten. Ne? Macht das da gut, spielt in die Mitte, Richarlison. Und jetzt steht es hier 4-0. 4-0. Das ist bitter für Sampdoria. So eine Niederlage haben sie eigentlich nicht verdient. Die haben gut mitgespielt. So ein 4-0, wenn man aufs Ergebnis guckt, dann denkt man, wow, Milan war mega dominant, keine Chance für Sampdoria. Ist eigentlich nicht der Fall. Jetzt ist Milan einfach nur noch eiskalt. Mit der Hacke von Richarlison super schön. Wirtz macht weiter, wo er aufgehört hat.
4-0 Milan, ein viel zu klares Ergebnis eigentlich. Schade für Sampdoria, aber so ist der Fußball manchmal. Ne? Und ich meinte es ja vorhin, wenn Milan ins Rollen kommt, dann ist Feierabend. Und hier wurde es zwar gefährlich, aber gut geklärt. Ja, Spiel ist rum. 4-0 Milan. Am Ende sehr, sehr klares Ergebnis. Etwas zu klar, weil Sampdoria war gar nicht mal so übel. Ja, aber für uns natürlich ein wichtiger Sieg einfach. Ne? Einmal 4-0 gewonnen, 4-0 weggeputzt unserem Gegner. Weiter geht's. Ne? Wir müssen jetzt wirklich, ich sag mal, wir müssen jetzt eine deutsche Arbeitsmoral aufweisen, sage ich mal, um es jetzt mal so klischeehaft zu nennen. Einfach mach deine Arbeit, mach sie konsequent, sei pünktlich, so mach sie zuverlässig. So diese ganzen Klischees. Es stimmt nicht immer, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und genau da, so müssen wir jetzt einfach agieren. Einfach Ergebnisse abliefern und fertig so, ne? Nicht mehr und nicht weniger. Oder gern auch mehr, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Die Rea ist jetzt auch ein linker Mittelfeldspieler. Ja, pusht ihn leider nicht ganz, aber gut. Hat immerhin schon eine 60, ne? Jugendmannschaft, wir gucken mal. Ja, hier, ne? Giorgio immerhin mit einer 65. Das ist schon der interessanteste Mann, ne? Auch Conti hier gar nicht mal so schlecht. Ja, da werden wir gucken, was wir von ziehen können. Ich werde auch im nächsten Jahr keine Jugendmannschaft machen. Also, sofern ich nicht bei Milan gefeuert werde. Einfach aufgrund dessen, dass es sonst unrealistisch wird, so viele junge, talentierte Spieler hochzuziehen. Irgendwann muss man sich da einfach selbst ein bisschen bremsen, weil sonst ist es super, super unrealistisch. Ja, wir gucken mal, was für eine GS der hat, ne? Aus Neuseeland haben wir echt nichts Gutes rausbekommen, muss man sagen, ne? Schon ein bisschen enttäuschend. Bisher. Die sind jetzt auch alle nicht so geil, ne? Ja. Jetzt gucken wir nochmal, was in Italien so ist, ne? Ob wir da irgendwie nochmal jemanden haben, wo man sagt, yeah, der haut nochmal richtig rein. Aber momentan sieht es eher weniger danach aus. Serra, ne, können wir auch wegkommen. Da ist nichts Besonderes mehr mit dabei, ne? Wir gucken nochmal hier. Ja, hier dieser Mason, ne? Mason ist interessant. Aber ich guck mal, wem ich allgemein nochmal weghauen kann, ne? Ja gut, Beckett ist halt gerade mal so, ne? Also gerade mal 15. Er hier zum Beispiel kann weggehauen werden, Romano. Ja, auch hier Salmon kann direkt wieder weg. Weil das Potenzial nicht vorhanden war und der Rest muss man halt mal schauen, ne? Plan bei ihm ist hängende Spitze. Wer ist doch schon hängende Spitze, hä? Ah, nee. Okay, alles gut. Gucken wir mal, ne, was man daraus noch so ziehen kann in Zukunft. Ob man auch Leute auch mal besser verliehen kriegt und Co., ne, weil das ist ja auch gar nicht so unwichtig. Opala, nicht Transferzentrale, sondern Teamzentrale, ne? Dass man da hoffentlich auch mal ein paar Spieler besser verliehen kriegt. Ich meine, wir haben ja noch einige auf der Leihliste, die ich gerne ausgeliehen habe. Aber naja, gut. Nächstes Spiel gegen Salernitana. Wir sind übrigens Dritter, sehr wichtig vor Napoli. Und den Stand will ich auf jeden Fall halten. Und man muss sagen, also wenn Juve patzt, ne, nur wenn. Wenn Juve patzt und wir gewinnen, dann sind wir nur 5 Punkte hinter Inter. Vielleicht können wir uns doch noch einschalten um die Meisterschaft. Ich glaube es nicht, aber vielleicht geht da doch noch was. Hier haben wir die Aufstellung von Salernitana mit Pena im Tor. Dann eine Viererkette, bestehend aus Giordano, Welch, Diakabi und Vasquez. Gefolgt von einem Dreier-Mittelfeld mit Koulibaly, Hussein und Tagalin. Und Dreier-Sturm mit Simo, Vallejo und Munoz. 4-3-3-System hier bei Salernitana. Der AC Mailand hier zu Gast. Zuletzt unter anderem Sampdoria, ja, 4-0 daheim geschlagen. Mit einem Sieg wären wir 5 Punkte am Inter dran. Ne? Also, wie schon gesagt, wenn Juve patzt, unentschieden spielt, verliert, dann sind wir schon noch im Meisterschaftskampf, ne? Bei noch 8 zu spielenden Spielen. Meret auf jeden Fall ein Tor, der mir auch in den letzten Spielen, die er gespielt hat, richtig gefallen hat. Hernandez, Gabia, Militao, Dodo. Gabia auch letztes Spiel super gewesen, deswegen darf er spielen. Tonali und Barone, der auch immer mehr Spielzeit bekommt. Maldini wird zum ZOM. Und ganz vorne dann heute neben Kalajdzic Antist. Antist, der Ball ist richtig gut. Florian Wirtz, gute Bewegung, nochmal abgelegt. Kalajdzic auch nochmal auf Maldini. Der mit der Hacke auf Kalajdzic, super gespielt, ganz ruhig gemacht von Milan. Ganz ruhig, ganz cool gemacht. Am Ende ist es dann wieder dieser eine Mann. Ich habe doch vorhin was von deutscher Arbeitsweise gesagt, dass wir einfach nur gewinnen sollen, zuverlässig sein und boom, fertig. Florian Wirtz, der Deutsche liefert. Er geht voran mit den deutschen Tugenden. Hier jetzt Kalajdzic auf Wirtz und er macht ihn einfach souverän rein. Easy going, ne? Sein 18. Saisontreffer, ne?
19. schon, 19. Wir wollen hier ja keinen Treffer wegnehmen. 19. Saisontreffer für Florian Wirtz, 1-0 Milan. Es sieht gut aus für die Mailänder. Kalajdzic. Jetzt hier schön auf Wirtz gespielt. Antist hat den Ball. Antist hier auf Florian Wirtz. Der lupft den über den Keeper. Der Ball geht nicht rein. Knapp. Knapp nicht reingegangen. Antist. Antist, der Ball ist super. Der Ball ist super. Wirtz. Wirtz auf Kalajdzic. Der ist drin. 2-0. 2-0 AC Milan. Entscheidung hier wahrscheinlich jetzt gefallen. Ich glaube nicht, dass Salernitana die Power hat, hier nochmal zurückzukommen. Aber man weiß natürlich auch nie, ne? Gucken wir uns gleich nochmal an. Hier Antis mit diesem entscheidenden Ball auf Florian Wirtz, der auch ganz ruhig, ne, der hat 3-4 Mann damit ausgespielt mit dem Pass. Hat da einfach die Übersicht in der richtigen Lücke das Ganze abzuspielen. Kalajdzic macht den platziert rein. 2-0 Milan. Spiel ist höchstwahrscheinlich entschieden für den AC Mailand hier. Und wir müssen natürlich schauen, was Juve macht in Sachen Meisterschaftskampf. Jetzt hier Salernitana. Ja, jetzt hier im Rückraum die Schussmöglichkeit vielleicht mal, aber das war nichts. Ah, es gibt Freistoß. Freistoß aus 17 Metern hier für Vallejo. Das könnte interessant werden. Sie legen den nicht ab. Jetzt hier der Freistoß drüber. Oh, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Der nicht sein muss, ne? Das war Unkonzentriertheit. Bisher haben wir es echt cool runtergespielt. Aber das war gerade einfach ein unkonzentrierter Fehler. Bitter. Also ich habe einfach super unnötig gerade einen Gegentor schluck, ne? Super, super unnötig einfach. Im schlimmsten Fall hätte Gabi ihn jetzt sogar noch getroffen, dann gibt es Rot und ja. Aber es ist unnötig wegen dem Gegentreffer. Fehler meinerseits, ne? Geht komplett auf meine Schuld hier. Ach, nervig. Jetzt hier Knežević, der ist schnell. Knežević. Ja. Du machst einen Fehler und boom, öffnet sich alles für den Gegner, ne? Boom, geht es einfach los. Nervig. Nervig. Ohne dieses 1-0. Wäre Salernitana niemals da, wo sie sind, und wir sind damit raus, komplett auch nur ansatzweise über Meisterschaften nachzudenken, ne? Aber das doch wegen eigenen Dummheiten. Spiel ist rum, 2-2. Der Wahnsinn, ne? Eine Unaufmerksamkeit und boom. Hauen wir uns jegliche Chancen, zu irgendwie mehr zu erreichen, einfach weg, ne? Juve hat eh gewonnen, Napoli hat Gott sei Dank nur unentschieden gespielt, aber ja, gut, dann sind wir wenigstens wieder 8 Punkte weit weg und können sowas wie Meisterschaften wieder komplett ad acta legen, ne? Es ist halt einfach, ja, eigene Dummheit. Punkt aus Ende, ne? Mehr braucht man nicht sagen. Gut, gehen wir ins nächste Spiel gegen Sassuolo, würde ich sagen, ne? Einfach gewinnen, vor Napoli bleiben, Platz 3 ist das Ziel. Hier haben wir die Aufstellung vom AC Mailand mit Meret im Tor. Dann die Viererkette bestehend aus Hernandez, Sanna, Militao und Dodo. ZDM mit Emre Can und Sandro Tonali. Im ZOM Rafael Leao und Florian Wirtz, der zuletzt wirklich in Topform ist. Und ganz vorne dann Zaza Kalajdzic und Richarlison. So spielt der AC Mailand. Was man auch mal sagen muss, ne, der Gäste-Fanblock ist immer viel zu riesig bei FIFA. Ich würde es eh so geil finden, aber gut, nein. Ich will nicht sagen, was ich geil finden würde und wie. Wir wissen alle, Karrieremodus, Neuerungen. Hey, machst einen Transfer, kriegst eine Note von EA und nennst irgendwas zu analysieren. Lächerlich. Frank hier auf jeden Fall im Tor bei Sassuolo. Dann Frippo, Romagna, Erlik und Tavares in der Viererkette. Dann Fünfer-Mittelfeld mit Obiang und Bentancur im ZDM. Dann drei ZOMs mit Traoré, Brav und Dunbar. Und ganz vorne im Sturm dann Brobbery, ne? Stichwort Hinspiel. Aber gut, Spiel hier im San Siro hat jetzt begonnen zwischen dem AC Mailand und Sassuolo. Oh, Tonali hier. Tonali, starker Pass auf Richarlison. Richtig starker Pass und er macht ihn aus dem Winkel rein. Aus dem Winkel macht ihn Richarlison rein. Ah, da will ich mir nochmal Frankie angucken, den Keeper von Sassuolo, weil aus dem Winkel den reinzuballern. Ich weiß nicht, das Tor, muss man nochmal genauer hingucken. Ob es nicht einfach an den schlecht animierten Keepern liegt. Ja, doch, muss man schon sagen, ne?
nehmen, den kannst du easy haben. Naja. 1-0 Milan, 30. Minute, 14. Saisontor, Firica Lissu im 28. Spiel. Also auch bei ihm läuft es weiterhin sehr gut hier in dieser Saison. Kalajdzic. Florian Wirtz, der hohe Ball auf Kalajdzic, der nimmt den super an, spielt den nochmal auf Richarlison und der legt den nochmal auf Emre Can. Jetzt hier Florian Wirtz. Milan mal wieder in einem Strafraum hier sich hin und her am Spielen. Das Ganze gut gemacht von Florian Wirtz. Sandro Tonali. Boah, hartes Foul. Gelb. Richarlison jetzt hier Leao. Leaos passt es richtig gut. Richarlison mit der Hacke auf Florian Wirtz. Ah, das war dumm. Das war dumm. Das gibt Rot. Ah, ja, komm. Ist es richtig? Ist es richtig? Jetzt ist das Solo. Wow, Emre Can. Das könnte nochmal Rot geben. Milan überaggressiv. Also das, dieses Foul hier von Emre Can war wirklich brutalst, ne? Das von Wirtz war nicht ganz so schlau, aber das von Emre Can war einfach nur brutal. Bentancur. Boah, da ist zu viel Platz, ja. Es ist halt logisch, nein, wenn du nur zweimal weniger bist, dass da zu viel Platz ist. Da macht sich das Leben auch super, super schwer, ne? Macht sich das Leben einfach alleine super schwer. Wir haben jetzt defensiv gewechselt, 1-1 irgendwie über die Runden bringen, ein Punkt wäre okay, ne? Solo oder was? Ist das Solo hier nochmal im Strafraum? Nein, Militao hat den weg damit. Spiel ist rum, 1-1. Du holst einen Sieg, nur zwei Unentschieden. Die beiden Unentschieden hast du dir selbst zuzuschreiben. Es wird eng wahrscheinlich langsam, ne? Auch vom Manager-Rating und Co. Wir gucken gleich mal rauf. Ja, Atalanta gewinnt. Napoli verliert tatsächlich. Also Napoli kann es überhaupt nicht nutzen, dass wir patzen. Die sind noch schlechter als wir, ne? Aber gut. Ja, ich meine, überlegt mal, Leute. Überlegt mal. Juve patzt wieder, ne? Wir hätten theoretisch 4 Punkte mehr. Dann wären wir an 5 Punkte an Inter dran. 5 Punkte und wir spielen direkt gegen sie. Das heißt, wir hätten an 2 Punkte ran sein können. Aber ich weiß, hätte, hätte, Handbruch, das bringt niemandem was. Ja, gut, Leute. Euer Veloce meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotz allem wie immer gefallen und bye bye.